Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Moin, moin. In die illustre Runde. Hier. Trotz Karneval. So, Ton wieder da. Gut. Mein Headset hält mich heute zum Narren. Wahrscheinlich. Okay, schauen wir uns mal den Plan von gestern an und wir starten damit bei dem Euro. Gestern Morgen, was muss ich jetzt machen? Ne? Jetzt hat er mir die Marken geklaut. Warum? Ach, weil die rechts stehen. Okay, dann machen wir so. Bei dem Euro war der Plan gestern. Der Mauspfeil ist groß genug, ne? Gut. Naja, wir hatten ja gestern so ein leichtes Gespräch für wegen Mauspfeil und Größe der Label. Übrigens, die Größe der Labels hier lässt sich nicht ändern. Die ändert sich automatisch, wenn man das ändert. Wenn man die Stärke ändert, verändert sich auch die Zahl. Mehr habe ich gestern nicht in Erfahrung gebracht. Und mehr geht auch nicht. Also werden wir eventuell wieder auf manuelle Sachen zurückgreifen müssen oder ich muss mir jemanden suchen, der mir das umbaut. Leider. Genau, Vroni, für dich habe ich den Mauspfeil dick gemacht, ne? Die Vroni liebt dicke Mäuse. Solange es bei den Mäusen bleibt und sie nicht Ratten liebt, ist ja alles in bester Ordnung. Okay, wir hatten gestern, ich habe die Linie ein bisschen verschoben, wir hatten gestern den Plan 10803, 10811 und eventuell die 10824. Wir hatten zwei Pläne. Lutz, dann musst du mir verraten, wie du das machst. Der Chefprogrammierer hier hat gesagt, das geht nicht. Wir hatten gestern Morgen hier zu diesem Zeitpunkt hier zwei Pläne. Wir haben gesagt, entweder gehen wir hoch in diesem Bereich bis an die 1811 oder 10824 und dann runter Richtung 10877. Oder Plan B, wir gehen runter an die 10884. Da gehen dann hoch über diese Stufen und gehen dann runter. Die erste Nummer haben wir in Slack gestern gestartet bei 10804. Die ist gefallen bis zur 84 und hat hier die 84 die Linie auf den Tick geholt. Nein, mein lieber Lutz, ich bin auf dem Server, ich bin auf dem VPS, also auf einem Windows-Rechner.
Dann hat er die auf den Punkt geholt, die konnte man ganz sauber longen und zwar genau bis an die 04 zurück. Das heißt, hier waren locker ein Tagesziel drinne und in dem Rücklauf war noch mal ein Tagesziel drinne. Ich muss mal gucken, was ich gestern auf Slack dazu geschrieben habe. So, Short von 10804 und dann am ersten Ziel angekommen. Und Long haben wir dann gesagt, 10 Punkte in den Gewinn. Die Long-Position hier 10 Punkte in den Gewinn. Hier waren locker 20 Punkte, also Minimum Tagesziel von 12 Punkten drinne. Und hier waren durchaus 10 Punkte drinne, die er nachher gestern Abend hier rausgeholt hat. Also 20, 25 Punkten ist da ist hier durchaus machbar gewesen. Was sind eure Ergebnisse gewesen? Wie seid ihr damit umgegangen? Lutz, das musst du mir mal erklären. Der erste ist hier mit plus 16. 18 Punkte, To Lübeck. Zehn Punkte in die Schweiz, weil er den Plan vergessen hat. Na super. Nee, ihr beide seid ja gar nicht aus Lübeck, seid ja aus Hamburg. So, einmal zu früh, aber 18 Punkte. Minus 50 Punkte im DAX. Punkte allerdings mit Teilverkauf auf dem Weg nach oben und unten. Janis, ich habe das gelesen, nur woanders. Darüber werden wir beide noch mal reden müssen. Okay? Ich möchte vermeiden, dass die Setups, die wir uns hier morgens in den Webinaren erarbeiten, in anderen Facebook-Gruppen oder sonst irgendwas auftauchen. Das finde ich unfair, weil ihr habt für die Geschichte, ihr habt diese Geschichte hier gebucht und das dann woanders zu veröffentlichen, in anderen Facebook-Gruppen, unsere Position hier zu schreiben, finde ich nicht so gut. Okay, machen wir uns einen Plan für heute. Was haltet ihr davon? Und da haben wir immer noch eine Nummer unten offen und die legen wir dahin. Dann die und die und die. Wenn wir nach dem Plan heute, wird man noch eine dazu packen, sicherheitshalber, zwar dahin. So. Also, hier ist unsere Marke 10777. Dem Plan nach, so wie das heute aussehen kann. So. Haben wir ein paar Marken ja schon ein bisschen angelaufen. Der Idealplan heute wäre, dass wir hier runter spiken, die blaue
werden wir mal bevorzugen heute. So. Dass wir da runterziehen, eventuell mit einem Spike und dann in diesen Bereich gehen, den werden wir gleich noch etwas verfeinern. Plan B, den werden wir gestrichelt machen, weil der kann nur aufgrund oder sollte nur aufgrund von News oder so passieren. Der könnte so laufen. Das wäre eine gute Nummer für heute. Plan Rot heißt, wir gehen erst da hoch. Na komm. Wir gehen erst da hoch, dann da runter und dann wieder hoch. Aber auch hier die gestrichelte Variante, die da heißen kann, dass wir hier weiter runtergehen. So. Und dann nach oben ziehen. So, machen wir ein Textfeld dazu. Rote Route bevorzugt in der Reihenfolge. Folge. Ich runde die Zahlen. Die werden wahrscheinlich heute nicht so sauber angelaufen. 1, 0, 8, 25. Dann 1, 0, 8, 92. 1, 0, 8, 77. Danach hoch. Und wir nehmen die blaue Route. Blaue Route. Eins, null, sieben, oder ändert mal die Zahlen, ändere ich gleich, das ist 107, nicht 108. 107, 77, danach steigende Kurse. Okay. Eins, null, sieben, zweiundneunzig. Ach ja. Eins. Jetzt kriege ich wieder Mecker. Eins, null, sieben, zweiundneunzig. Eins, null, sieben, siebenundsiebzig.
dann hoch. Ach so, das schreibt er nicht alles. Dann muss ich da noch schnell was ändern. Nehmen wir doch mal raus. 1077. So. Okay, jetzt kann man auch alles lesen. Hier aufpassen an der 10815, die ebenfalls bremsen könnte, aber der schönere Verlauf wäre hier einfügen, weil so, dass man sich hier und da in diesen Bereichen sucht man sich eben Shorts und in diesem Bereich hier sucht man sich eben die Longs. Ne? So, Bedingung immer Umkehr oder man arbeitet hier mit Limit Pullbacks. Wenn man mit Limit Pullbacks arbeitet, bitte enge Stops. Der Plan nachvollziehbar? Screenshot gemacht? So. Ja, mein lieber Lutz, viel Spaß dabei, ne? Denk bitte dran, heute Nachmittag ist kein Webinar. Den Termin verschiebe ich auf nächste Woche. Der Termin dafür geht auf nächste Woche Donnerstag. Das Nachmittagswebinar von heute. Okay? Bitte achtet da drauf. Welcher Trend ist long? Guten Morgen nach Köln. So, ich werde hier mal selber gleich einen Screenshot von machen, dann haben wir das auch. Dann haben wir das auch gleich für den Block, gell? So. Okay. Jetzt schauen wir uns diesen Dussel an. Gestern hat er uns den ganzen Nachmittag hier schön verarscht, um dann einen Teil hier oben gestern Nacht volle Granate rauszukegeln. So, der Plan gestern bis hier hoch zu laufen und dann runter zu gehen, der war gar nicht so schlecht, nur der Spike da oben, der war scheiße. Diese Nummer hier hätte er sich heute Nacht sparen können. So, jetzt wechseln wir mal dahin. Wir sehen, wir haben heute Nacht. Ansicht, Datenfenster. So. Wir hatten vorher das Allzeithoch bei
13.8088. Jetzt haben wir gestern Nacht in einer Stundenkerze mit einer folgenden Umkehrformation bei 13.827 ein neues Allzeithoch gebaut. Hochgeschossen, Umkehrformation, Abflug. Immer, wenn wir irgendwo hier oben in diesem Bereich angelaufen sind, guckt es euch an, haben wir, ich nehme die mal raus, so, immer haben wir hier oben, sind wir hier oben rangelaufen, eine Umkehrformation, Abverkauf. Hochgelaufen, Umkehrformation, Abverkauf. Hochgelaufen, Umkehrformation, Abverkauf. Hier ein bisschen rumgedümpelt, Gap, Abverkauf. Hochgelaufen, Umkehrformation und jetzt kommt es drauf an, was da passiert. Der Lauf nach oben in diese Richtung, der hat sehr gut funktioniert. Das war der Plan von vorgestern, da sollte er da hoch und dann abmarschieren. Das hat noch nicht funktioniert, die Bremse war hier. Plan gestern, da hoch und dann runter. Allerdings hat er das Ding mit diesem Abverkauf, mit dem bullischen Szenario da oben erstmal etwas zerlegt. Aber im Moment haben wir hier unsere Emmas. So. Punkt A. Wir haben hier unsere Emmas. Punkt B ist weiterhin die gleiche Marke da wieder ausschlaggebend. Wenn mir dieses Spiel hier angucke von gestern Nachmittag, dann könnte es durchaus sein in dieser Zeitebene, dass er uns hier was Schönes baut. Was für mich wiederum immer noch heißt, diese Ausflüge hier nach oben, solche Ausbrüche, so einen neuen Allzeithochs, die müssen Anschlusskäufe nach sich ziehen. Wenn so ein Ausbruch da oben nicht funktioniert, sondern immer nur ganz kurz hoch und wieder zurück, dann ist das kein bullisches Szenario, sondern eher genau das Gegenteil. Das spricht eher für fallende als für steigende Kurse. Wenn ich mir dieses Spiel jetzt angucke, haben wir hier unten von der 6,50, von der 6,50 bis zur 8,30, das sind 200 Punkte fast, das sind 180 Punkte, einen schönen, stabilen Kurs nach oben. Richtig? Und demnach schaut mein Plan heute so aus. Wir laufen bis da hoch. Und hier gibt es auch nur einen Plan. Wir laufen bis da hoch und laufen dann hier ein bisschen quer, um dann hier nach unten zu laufen. In dem Bereich da unten würde ich sogar darauf achten, dann hier im Bereich 13.600 oder 13.650 würde ich darauf achten, mir eventuell die eine Long-Position zu holen.
So, Bereich 13.650 bis 13.600, eventuell Long-Positionen eröffnen. Da. Und hier oben, ich nehme die mal raus und nehme auch die mal raus. So. Und hier oben heißt es dann für mich, zack, der geht auch raus. Und hier oben heißt es, Short im Bereich 13.775 bis 13.790. So, mein Headset piept. Okay. Bei Umkehr. Okay. So, jetzt macht euch schnell noch einen Screenshot, weil dann ist Schluss hier. Der Ton ist gleich weg. Mein Headset versagt. Aguilera. Und ich wünsche euch damit jetzt eine schöne Altweiberfastnacht. Genießt es, sauft nicht so viel. Wir hören uns wieder nächste Woche Dienstagmorgen. Okay? Macht euch schnell noch einen Screenshot hier. Dann habt ihr eventuell auch einen Plan, aber passt eure eigenen Pläne bitte dem hier an. Okay? Nicht nur einfach blind übernehmen, sondern ihr wollt ja was lernen. In diesem Sinne, schönen Tag, tschüss, tschüss, moin, moin, euer Thorsten.